So, liebe Freunde. Okay, Press Any Key nehmen Sie sehr wörtlich. Das Spiel ist direkt angegangen, als ich die Aufnahmetaste gedrückt habe. ja, wir spielen heute Operation Tango oder Operation Tango. Der gute Pasch steht mir heute bei. Und ja, jeder von uns spielt einen Charakter. Wir haben uns noch nicht darauf geeinigt, wer wen kriegt. Die Dame, das machen wir dann live. Ich weiß auch gar nicht, ob wir uns das aussuchen dürfen oder ob der Host irgendwie dann den einen kriegt und keine Ahnung. Werden wir sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Pasch und ich spielen mal wieder seit langem ein Koop-Spiel zusammen. Ja, lang ist's her. Lang ist's her. Überfällig, würde ich sagen. Definitiv. Und ja, wir werden sehen, wie es sich spielt. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Und wenn ihr die andere Seite sehen wollt, in der Beschreibung befindet sich hoffentlich, wenn ich es nicht vergessen habe, immer der Link zum aktuellen Part drüben bei Pasch. Ja, und genauso andersrum. Aber ja, ihr könnt ja im Kreis laufen, ne? Richtig. Also wenn ihr wollt, könnt ihr immer aufs jeweils andere Video in der Beschreibung klicken, den ganzen Tag. Das ist eine wunderbare Beschäftigungstherapie. Gut, wir stellen das Spiel und dann sehen wir uns gleich zum Spiel wieder. Jawohl. So, da sind wir. Ja. Momentan bin ich der Agent und du bist der Hacker. Ich glaube, das können wir irgendwie auch ändern. Ich glaube, noch sind wir gar nicht. Oh, stimmt, stimmt. Wenn du mit der Maus drüber fährst, siehst du es. Okay. Dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Was willst du sein, was will ich sein? Also Agent ist ja anscheinend, man läuft so in der Map rum und macht Dinge und als Hacker hat man eher so Interface vor sich. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin für beides offen. Wir kommen ja beide eher aus dem rechten Bereich bei Alistair B. Fleming. Ja. Aber wir können auch gerne hier Charlie's Angel spielen. Also... Okay. Dann... Geh ich mal... Okay, dann laufe ich einfach mal in drin rum. Du läufst durch die Gegend. Ja. Das können wir ja dann... Wir können ja dann auch nochmal jeweils die andere Perspektive spielen. Oder wir können auch zwischendrin austauschen. Ich weiß nicht, ob wir wechseln können mittendrin. Ich habe keine Ahnung, aber man kann es ja mal probieren. Ja, egal. Wir fangen einfach mal so an. Ja. Start. Jetzt bin ich gespannt. Good morning, Agents. Willem van der Berg is a dangerous Dutch businessman known to forcefully acquire technological prototypes and patents and resell them to the highest bidder. This time he crossed the line and stole the genome map of a deadly virus. We can't let this biological weapon fall into the wrong hands. Today, van der Berg is out of the country on a business trip. Your mission is to take advantage of his absence and retrieve the virus genome from the vault in his downtown penthouse. Good luck. Okay. Also, ich habe übrigens nicht geguckt, ob es einen deutschen eine deutsche Untertiteloption gibt. Die gibt es laut Steam. Also die kannst du. Sollte ich vielleicht mal einschalten für die Leute, die nicht so gut Englisch sprechen. Ja, aber die Kurzfassung ist, da ist dieser Kaskop, der Niederländer namens Vandenberg und der hat irgendwie einen ganz, ganz bösen Virus und wir müssen einbrechen und ihm diesen Virus klauen, weil sonst macht er ganz böse Dinge damit. Ja, wir dürfen einander nicht sehen. Das tun wir nicht. Wir sind, glaube ich, ein paar Kilometerchen auseinander. Ja, also ich habe auch keine Brille auf, also es wird schwer. Okay. So. Okay. Dann schauen wir gleich mal, ob es die... Oh Gott, ich muss auch mal sowieso mal in die Optionen rein. F1. Ach, ich lande dann auch in den Optionen. Ja, schön. Das passt doch. The language can only be changed before the game starts. Ah. So, und hier sind wir wieder. Ja. Wunderbar. Jetzt sogar mit Untertiteln. Und deutschen Begriffen. Also bei mir ist alles noch auf Englisch. Das sind die Leute, die hier auf dem Kanal gucken, gewohnt. Ich mache dann aber so ein bisschen Simultanübersetzung. Egal. Meine Maussensitivität stimmt jetzt auch wieder. Und jetzt habe ich hier eine Frage bei mir stehen, nämlich welches Instrument höre ich am liebsten? Okay, ich drück mal hier aufs Netzwerk. Zugriff erzwingen. Mhm, genau, muss ich einhacken. So. Ah nee, nicht welches Instrument, sondern welches Musikgenre. Also entweder Rock oder Soft oder Elektro.
Ich komme leider nicht in die Computersysteme rein, aber ich gehe mal auf die Überwachungskameras. Mhm. Vielleicht höre ich's. Schau mal währenddessen die hervorragende Dekoration in diesem ich seh dich. Aufzug an. Oh, wo? Im Aufzug, du hast oben eine Kamera. Ach, da! Ich kann deinen Aufzug starten, wenn ich will. Ach, das wäre ja perfekt. Okay. Ja, jetzt fahre ich. Das trifft sich doch gut, dann brauche ich diese Scheiße gar nicht. Ach so, ich kann hier einfach ein Lied auswählen, was? Okay, ich dachte, es wäre schon ein Puzzle. Das habe ich jetzt gemacht. Also ich... Guck dich mal um, du müsstest jetzt Halloween-Deko haben. Oh Gott. Wie lustig. Ja. Aber wir haben ja Sommer. So. Ja, genau. Ja, wunderbar. Beachball. Beachball. Wir können hier eine Sandburg bauen. Ja, stimmt. Du kannst die Musik auswählen und ich kann deinen Aufzug steuern. Ja. Ja, perfekt. Mal woanders. Was will man mehr? Ich meine, ich will nie aus dem Aufzug rauskommen. Können wir jetzt hier. Ah, da kann ich Kamera bewegen. Ja, schön. Oh, ich glaube, wir sind da. Ja, ich guck mal, okay, auf welcher Kamera. Ich soll warten, während mein Zugriff validiert wird. Ich glaube, das ist ein Job für dich. Ah. Habe ich gemacht. Perfekt. Bist valide genug. Sehr gut. Ah, du kommst so. Jetzt hier unten auf der Kamera an. Dann sind wir jetzt hier im wunderschönen Penthouse. Ah. Mal schauen, was man hier so rausfinden kann. Also ich kann mich nicht irgendwie, ich kann nicht mich ducken oder springen oder sonst irgendwas. Registrierter Benutzer, No ID Error habe ich hier. Okay. Hoffentlich macht uns das keine Probleme später. Das hoffe ich auch. Okay. Ich kann hier was aktivieren. Ah, du bist jetzt in der Vault drin. Konsole? Ja. Warte mal, ich gehe mal raus. Ich guck mal. Ich habe den Tresorraum. Ah, der ist gesperrt, da komme ich nicht dran. Ich gehe mal davon aus, wenn ich hier drücke. Ja, ich brauche ein Passwort. Das Passwort besteht aus. Oh, ich kann dich hier rein verbinden anscheinend. Oh, ja, dann stimme ich mal zu. Mhm. Vault-Passcode.txt. Ehrlich? Ja. Ah, ich muss hier irgendwie Snake spielen oder sowas, so wie es aussieht. Sekunde. So, ich habe jetzt so einen Punkt platziert. Okay, ah, zwei wir müssen das zusammenspielen. Du kannst links-rechts, oder? Ah ja, ich kann links-rechts. Okay, warte. Stopp. Runter. Geh runter. So, jetzt kannst du hoch. Okay, es ist interessant, dass wir den ersten Level gemacht haben, ohne das überhaupt zu realisieren. Ja. Oh, das war falsch. Oh, wir werden gedrückt. Okay. Okay. Warte, dann steuere ich ein bisschen dagegen. Okay, geschafft. Lustig. Das ist schön, dass wir das... Oh Gott. Stopp. Okay, du musst ein bisschen dagegen drücken. Gehen wir am besten drüber, weil wir werden ja eh hochgedrückt. Oh, das ist nicht so einfach. Das ist echt nicht einfach. So, jetzt haben wir es. Okay, wir haben das Passwort. Mhm. Teamwork makes the dream work, sag ich mal. Ja, so hackt man sich in eure TXT-Dateien ein. Da müssen wir immer zu zweit sein. Oh, Tresorraumknoten entsperrt. Ich komme jetzt in den Tresorraum. Aha. Ja, weg von den Überwachungskameras, hin zum Tresorraum. Ah, Sicherheitssysteme, Serverzugang habe ich. Was haben wir denn bei den Sicherheitssystemen? Gute Frage. Die beiden verborgenen Auslöser auf dem Boden, um die Sicherheits... Okay, auf dem Boden gibt es zwei Auslöser. Okay. Die Sicherheitsstation einschalten. Okay. Das scheint dann wohl hier, das muss dann wohl hier diese mega fette Fläche sein, die ich vor ja, mir habe. Ja, es gibt da ein X, das ist quasi jetzt auf der entgegengesetzten Ecke. Mhm. Und... Warte, ich geh mal zum Eingang. Okay. Wo muss ich lang? Ein kleines Stück nach links. Okay. Hoch hier? Ein kleines siehst du Stück. Nee, da sehe ich dich nicht mehr. Bist du mal im toten Winkel, das ist das Problem. Okay. Du kannst die Kamera auch nicht bewegen oder so? Nein, ich bin halt im Sicherheitssystem drin, das ist das Problem, ich bin nicht in den Kameras. Okay. So, dann, also ich muss nach links hier, gehen, sagst du? Ja, da, wo du gerade warst. Aha, hier? Ja, da auf dem Boden ist ein X. Okay, das heißt, da sollte ich nicht hingehen oder ist das irgendwie... Ich habe keine Ahnung, wenn du die verborgenen Auslöser auf den Boden drückst, wird die Sicherheitsstation eingeschaltet. Das wollen wir ja nicht, oder? Keine Ahnung. Mein. Du warst jetzt noch nicht hier. Drauf? Ach, da. Hier ja, direkt was. Vor dir jetzt. Ja, ich sehe da so einen kleinen Kreis. Okay, der ist es.
Ah, hier kann ich... Okay, der ist gedrückt und jetzt lauf geradewegs auf die Wand, auf das Gitter hinten zu. Mhm. Ja, du bist zu schnell drüber gelaufen irgendwie. Geh mal 2 Schritte zurück halt. Einen vor. Ach, da, okay, ich seh's. Oh, Schreck. Okay, Lasererkennungssystem wird hochgefahren. Ah, oh, ja. Gott. Warte das... mal. Also links ist ganz viel. Links darfst du auf keinen Fall durch. Ja, hier kommt, glaube ich, noch mehr. Ja, jetzt, das cycelt hier so durch. Nee, das bin ich. Ach so, okay. Also hier kann ich jetzt was hacken, anscheinend. Okay, mach mal. Ich versuche das von dir wegzulenken. Blau 5. Oh Gott. Das hat jetzt aber nicht funktioniert. Wenn ich da jetzt stehen geblieben wäre, dann wäre ich erwischt worden. Blau 5 habe ich zurückgesetzt. Was musst du denn hier machen? Also, kannst du jetzt die Laser steuern oder nicht? Ich kann sie steuern, irgendwie. Die Sache ist, ich habe Rädchen. Ich habe 4 Rädchen für jedes. Ah, nee, ich steuere sie nicht. Das sah bloß so aus, weil sich zufällig genau in dem Moment bewegt hat, in dem ich gedrückt habe. Okay. Ich muss dir wohl die Codes für diese Rädchen geben. Genau, also blau 5 habe ich gesetzt. Ja, aber das hat sich wieder resettet, weil ich zu lange nicht dran war. Okay. So, Sekunde. Ich muss nur warten, bis diese Laser hier weg sind. Ja. So. Hier haben wir blau 2. Habe ich hier eingestellt? Mhm. So, hervorragend. Das ist schon mal gut. Dann in der anderen Ecke haben wir... Muss ich ein bisschen beeilen, der Laser kommt. Blau 1600. Oh Gott. Ist eingestellt. Oh. Okay, das war knapp. So, jetzt sollten wir vielleicht warten, bis der Laser einmal durchcycelt. Ja, besser ist es. So. Oh Gott, jetzt brauche ich blau und gelb. Ja, ich gebe dir alles, was du brauchst. Ja, es ist ja... Drei Zyklen, ja, 2 Zyklen, ich verstehe, ja. Egal. Ein bisschen kann man ja auch warten. So. So. Hier haben wir blau 200 und gelb 189. Blau 200. Ich bin schnell. Achso, 200 ist hier drüben. Okay, es war zu langsam. Ja, wird zurückgesetzt. Scheiße. Immer nochmal. Ich habe nicht gesehen, dass es so weit cycelt. Ich dachte, ja, ich war doof. Passiert. So. Versuchen wir es einfach nochmal. So. Wir haben blau 195, gelb 183. Gelb 100. 195, 183. Hab ich. Perfekt. So, oh Gott. Man den gleich auch blau, gelb und lila. Hier haben wir 80, 66, 48. 80, 66, 48. 80, 66, 48. Laser kommt. 60. 48. Schnell. Ich versuch's. Heilung. Nee, die 48 hat er nicht genommen. Okay. Das sind immer 2er Schritte. Ja, dann das letzte. Okay, nochmal. Wir haben blau 70, gelb 82, lila 46. Blau 70, gelb 82, lila 46. 82 und... Blau 70. Ah, ich wurde erwischt. Nochmal. Now exit the cameras and enter the vault's network node. Okay, das letzte können wir einfach nochmal machen. Ja. Warte, lass einmal durchcyclen. 90, 52, 66. Blau 90, gelb 52, lila 66. 52, lila 66 hast du gesagt. Ja. Okay, das war knapp. Okay. So. Wir haben's. So. Du musst an ein Netzwerk dich verbinden, so wie es aussieht. Okay. Und zwar Wandeberg-F12-Security. Serverzugang. Wie hieß es? Wandeberg-F12. Ne, ich brauche einen 4er Zugangscode offenbar. Ah, 3167. Okay, ich bin auf dem Sir. Oh Gott, ich kann frei rum. Oh Gott, bin runtergefallen. Oh, was war das jetzt? Oh. Now exit the cameras
Okay. Ah, jetzt sehe ich dich hier. Ich glaube, ich muss eine Brücke zeichnen. Ja. Okay. Hinter dir kann ich die wegmachen. Okay, ich habe insgesamt 15 Teils. Kannst du hier drüber hüpfen? Hier ist irgendwie so ein Zaun oder so? Das ist ein Zaun, ja. Da komme ich nicht vorbei. Okay. Das ist eine Wand bei mir. Ah, okay, warte. Ich glaube, ich muss dich hier hinlotsen. Ja. Okay. Und hüpfen kann ich übrigens gar nicht. Okay. Dann Vorsicht, da fährt so ein Ding. Mehr. Du musst mich an der Wand entlang lotsen. Okay. Bis hinten zum Ausgang. Nicht da. Nicht da. Oh. An der Wand entlang. Okay. Weil hier fährt so ein Löscher durch. Wenn du mich... Okay. Vorsicht, geh mal auf eins der Teils vollständig drauf. Du stehst gerade zwischen zwei. So, jetzt habe ich den weggemacht. Dann sag mir, wann der Weg frei ist. Ist frei. Ja, da wurde jetzt gerade was weggelöscht. Ja, da ist ein Löscher. Der fährt da auch vorbei. Okay. Bring mich ganz schnell rüber. Oh, da ist was gelöscht worden. Okay. Ja, deswegen sage ich ganz schnell. Okay. So, wie sieht's bei dir aus? Hier fahren... Oh, die Löscher kommen mir entgegen. Okay. Du beginnst mit dem Zeichnen ab... jetzt. Oh Gott. Okay, da ist der Löscher. Bring mich rüber. Bring mich weiter. Oh, scheiße. Da ist er über mich gefahren. Okay. Oh, von vorne. Ah, nee, okay. Checkpoint, sehr gut. Und, warte. Jetzt. Na, scheiße, ich stand zu dicht dran. Okay. So, okay. Jetzt, direkt. Okay, warte, die wiederherstellen und rüberbringen. Schnell. Ach, der löscht die automatisch, wenn ich keine mehr habe. Okay, muss mich nicht mehr besorgen. So, perfekt. Sehr gut. Ich muss hier nur irgendwie diese Gitter loswerden. Kriegst du die weg? Entsperren. Aha. Sind sie bei dir weg? Ja, jetzt sind die Gitter weg. So, ich muss nur herausfinden... Ich verbinde mich mal mit dem Lager für den Virusgenom. Ja, ich glaube, ich habe schon gefunden. Ja, hier. Ja, ich bin damit verbunden. Ich muss einen Schlüssel eingeben. Okay, ich muss hier... Ich habe... Oh Gott. Das scheint... irgendwie schwierig. Also ich habe hier bei... Soll ich dir mal sagen, wie es bei mir aussieht? Ja, bitte. Ich habe im Prinzip ein großes Schiffe versenken Feld. Mhm. Mit 1 bis 4 und A bis D. Ja. Jedes Feld verfügt über einen Rand, der aus 4 Blöcken besteht. Okay. Und okay. X. Dann zeichne mal zwischen 2A und B horizontal einen Strich rein. Zwischen 2A und B horizontal. Alles klar. Und dann, ich kann hier verbinden. Ah, ich sehe. Okay, ich sehe dein Feld. So, dann zeichne vom rechten Rand von dort diagonal nach rechts unten eine Leine. Also von der Ecke AB4 nach B... Also von der Ecke AB2? Ja. Oder, ja, 2-3-AB. Das wäre ja quasi die Ecke. 2-3-AB in die Ecke 3-4-BC. Genau. Und dann einmal die vertikale Linie C-1-2. Genau. Dann von dort aus nach rechts oben. Vom unteren Rand nach rechts oben. Vom unteren Rand nach rechts oben. Also von der Linie, wo du gerade gezeichnet hast. Ja, von unten Ende nach rechts oben. Nach rechts oben, genau. Ja, und dann von dort aus nach unten, geradeaus. Also senkrecht wieder nach unten. Genau, richtig. Und das müsste jetzt passen. So sieht's bei mir aus. Ah, perfekt. Geschafft! Erste Mission erfolgreich ausgeführt. Das ist lustig. Also gar nicht so einfach, auch wenn es einfach aussieht. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Ja, und jetzt können wir auch unseren Charakter wechseln. Dann würde ich sagen, für die nächste Mission wechseln wir mal die Rollen, oder? Ja, machen wir mal. Okay. So, aber dann haben wir jetzt gute 20 Minuten. Ja, kann man eigentlich den Part beenden. Denke ich auch. Dann danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt.
Ja, wollen wir so Tandem-Abmoderation machen, ne? Ja, du moderierst meinen Part ab, ich moderiere deinen ab. Ja, okay. Ja, dann danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Operation Tango. Ja. Bei Wolf bei der LP. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Aber glaube ich auch. Auch bei Pasco. Ja, für PK. PK. Verzeihung. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis Lass zum nächsten Mal. Gehen. Tschüss.